Hallo Fans und Freunde der WNA. Ja, es ist eindeutig schon Herbst geworden und auch die erste Hälfte der Meisterschaft 2018-2019 neigt sich dem Ende zu, aber heute ist ein ganz brisantes Spiel und zwar gegen Stadlau. Ja, ein unmittelbarer Nachbar in der Tabelle und sicherlich ein scharfer Gegner. Also ich denke, das wird heute ein recht rasantes Spiel werden. Der Support ist gut. Wir haben uns vorher in Kankan getroffen und jetzt geht es ab ins Stadion. Schauen wir uns das an. Also, Kammern Vienna. Liebe Fans und Freunde der Vienna, es war das erwartet harte Spiel und in der ersten Halbzeit hat unsere Vienna eigentlich recht wenig gezeigt, in der zweiten Halbzeit dann wirklich voll aufgedreht und ein 2:0 in ein 2:2 unentschieden gewandelt, umgedreht. Ja, es am Trainer auszulassen ist meiner Ansicht nach nicht die Lösung, sondern einfach weitermachen und die Vienna gut unterstützen und hoffen, dass wir noch viele Spiele gewinnen und viele Punkte einfahren und damit die Meisterschaft gewinnen. Und ich glaube, das ist möglich mit der nötigen Unterstützung der Fans und natürlich mit den spielerischen Leistungen unserer Vienna, weil ich glaube, unsere Mannschaft, unsere Kampfmannschaft ist stark genug, um diese Liga zu dominieren und auch zu gewinnen. Und meine Lieben, nicht unterkriegen lassen, auch wenn es nur ein Punkt war. Wir sind an der Tabellenspitze nach wie vor und versuchen wir das Beste draus zu machen, aus dieser Liga rauszukommen, in die nächste Liga, in die Wiener Liga 1 raufzukommen und hoffen wir gemeinsam, unterstützen wir gemeinsam und genießen das Spiel, genießen die Matches unserer Vienna und bis dahin, bis zum nächsten Spiel am kommenden Freitag auf der Hohen Warte, ein Heimspiel. Ich hoffe, wir sehen uns recht zahlreich und unterstützen unsere Mannschaft und bis dahin, Kammern Vienna.